South Africa. Shosho lo shai, kunezunta bamasimela, spuma South Africa. Wenu ya baleka, kunezunta bamasimela, spuma South Africa. Wenu ya baleka, kunezunta bamasimela, spuma South Africa. Ausgangspunkt unserer Reise war Johannesburg. Von hier aus fuhren wir in die Hauptstadt Südafrikas, Pretoria, mit Besuch des Krugerhauses und des Vorträgerdenkmales. Auf der Panoramaroute hielten wir am Blight River Canyon und an den Erosionsstrudellöchern. Bei zwei unvergesslichen Pirschfahrten im Kruger Nationalpark sahen wir nicht nur die Big Five und übernachteten im abenteuerlichen Nkambeni Zeltcamp. Unsere Fahrt führte weiter in das kleine Königreich Swasiland und waren Gast in einem Matsamo-Dorf und sahen uns in einer Kerzenmanufaktur um. Im Schluschluwe Nationalpark unternahmen wir nochmals eine Pirschfahrt in einem Jeep. Auf dem St. Lucia See kamen wir bei einer Bootsfahrt Flusspferden und Krokodilen sehr nahe. Nun geht es in die malerischen Dragensberge. In Anderberg steigen wir um in einen Kleinbus und fahren über den Sani-Pass in das zweite kleine Königreich Lesotho. In Durban kamen wir in die zweitgrößte Stadt Südafrikas, sahen uns in einem indischen Markt um und besuchten auf der Fahrt zum Flughafen eine Township. Mit dem Flugzeug dann nach Port Elizabeth. Vom Titsikama Nationalpark weiter über die Storms Bridge zur Blaucranes Bridge mit einer Höhe von 216 Metern, die höchste Bungee-Jumps-Brücke der Welt. Durch die kleine Karo nun zu einer Straußenfarm. Und zu einem weiteren Höhepunkt, dem Besuch des Höhlensystems der Kango Caves. In Mossel Bay wollten wir eigentlich Wale beobachten, doch das Wetter ließ es nicht zu und so ging es zum Museum für Bartolomeo Diaz. In den malerischen Winelands kamen wir in die zweitälteste Stadt Südafrikas nach Stellenbosch und erfuhren bei einer Führung in einem Weingut vieles über den Weinanbau in Südafrika. Nach 3250 Kilometern erreichten wir dann unser Ziel Kapstadt. Mit dem Anflug und der Landung auf dem Airport von Johannesburg begann ein erlebnisreicher Urlaub in Südafrika. Nach der Pass- und Zollkontrolle wurden die ersten Rand getauscht und am Ausgang erwartete uns dann Karl, unser Reiseleiter, für die nächsten 15 Tage. Vor dem Flughafen wartete unser Bus, das Gepäck wurde verstaut und die Fahrt ging nach Pretoria zum Denkmal der Vorträger. Dem Architekten diente dabei das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig als Vorbild. Eröffnet wurde es am 16. Dezember 1949 zu Ehren dieser Vorträger, welche zwischen 1835 und 1854 zur Besiedelung in die Kapkolonie zogen. Durch eine kreisrunde Öffnung in der Hallendecke scheint immer am 16. Dezember, dem wiederkehrenden Jahrestag der Schlacht am Blutfluss, Punkt 12 Uhr, die Sonne auf einen symbolischen Sarkophag mit der Aufschrift »Wir für dich, Südafrika«.
In der Halle wird auf einem Fries aus 27 Tafeln die Geschichte des großen Drecks gezeigt. Bevor wir ins Hotel fuhren, besuchten wir noch das Haus des Präsidenten der ersten Südafrikanischen Republik, Paul Kruger. Von Karl erfuhren wir, dass viele der Gegenstände nicht mehr original sind, sondern aus Sammlungen oder einem Ankauf stammen. Schon an der Rezeption bekamen wir einen Einblick in die afrikanische Kunst und damit war das Hotel reichlich ausgestattet. Nach einem guten Frühstück geht es heute auf die Panoramaroute. Entlang dieser beliebten Strecke werden wir drei interessante Sehenswürdigkeiten ansteuern. In dem Shop verkaufen die Leute Armbänder, Perlenarmbänder. Perlenarmband kann man kaufen. Indem man das kauft, hilft man, den Kampf gegen die Nashörner zu finanzieren. 1020 Tiere waren es allein 2014 in Südafrika. Zum Mittag rasten wir bei Harry's, denn hier gibt es leckere Pancakes. Gut gegessen ging die Fahrt weiter in die Provinz Mpumalanga. Am Blyth River Canyon betreten wir einen Aussichtspunkt, an welchem man bei schönem Wetter tief bis ins weite Land schauen könnte. Doch heute war es etwas diesig. Selbst die drei Rondaveles, benannt nach den Rundhütten der Zulus, verhüllten sich etwas vor uns. Der Canyon ist eines der großen Naturwunder Afrikas und besteht zum größten Teil aus rotem Sandstein, dessen Flanken fast 800 Meter bis zum Grund abfallen.
vor der Weiterfahrt noch ein Blick auf diesen Markt. Leider dürfen wir nichts davon mitnehmen, da die Einfuhr aus Swasiland nach Südafrika verboten ist. Hier sehen wir, wie sich mit Bürste, Lappen und Schuhcreme billiges Holz in Teak, Mahagoni und Ebenholz verwandelt. Der Bus wartete, wir stiegen ein und fuhren zum zweiten Ziel, den Potholes, kreisrunden Strudellöchern im Blyde River Canyon. Doch dazu zunächst eine Geschichte. Die Vortrekker suchten aus der Kapkolonie einen Weg nach Mosambik, welcher nicht unter britischer Kontrolle stand. So ließen sie alte Leute, Frauen und Kinder bei Graskop zurück und die Männer brachen zu einer Expedition auf. Es wurde eine Zeit der Rückkehr vereinbart, diese war aber längst verstrichen. So brachen sie das Lager ab, um in Richtung Lüdenburg aufzubrechen. Hier überquerten sie einen Fluss, den sie Tröer, Trauer nannten. Bei einer weiteren Rast, an der der Tröer mit einem anderen Fluss zusammenkam, trafen sie auf die Männer, welche den Weg zwar gefunden, aber mehr Zeit benötigt hatten. Über dieses freudige Wiedersehen nannten sie den Fluss Blyde. Freude, und so kam der Blyde River Canyon zu seinem Namen. Auf einem Rundweg gelangt man zu einer Brücke. Von dieser hat man den besten Blick in den Canyon und die Potholes. Es sind Auswaschungen aus dem Dolomitgestein, welches durch Kieselsteine in Jahrmillionen durch Wasserstrudel, daher Strudellöcher, aus dem Felsgestein fast kreisrund gefräst wurden. Hier sind die großen Strudellöcher. Von den Strudellöchern nun zu God's Windows, dem Gottesfenster. Wenn aus der Tiefebene kein Dunst aufsteigt, hat man von hier aus einen herrlichen Ausblick bis tief ins Land. Bei uns war diese Sicht leider nicht gegeben. Aus der Provinz Mpumalanga wechseln wir nun nach KwaZulu-Natal und fahren zum Krüger Nationalpark. Hier verbringen wir 2 Tage im Kambeni Safari Camp. Hinter dem elektrisch abgesicherten Zaun beginnt der Nationalpark. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich 4 Hippos in einem angrenzenden Teich häuslich niedergelassen haben. Oh, yeah, that's right. Yeah, yeah, yeah.
Die heutige Nacht war recht kurz, denn noch vor Sonnenaufgang ging es per Jeep durch eines der Tore auf eine Ganztagssafari in den Krüger Nationalpark. Alle waren schon sehr gespannt, was wir auf der Safari zu sehen bekommen. Vielleicht die Big Five. Schon kurz nach der Einfahrt in den Park kreuzte eine Herde Kaffernbüffel unseren Weg. Ja, aber scheiß Fort. Also wo ist besser kommt, besser sind der Office fängt gegeben. Mein Labor hatte mal am Wochenende. Ja. Und die Pille ist ja war immer. Okay, for my 50. Huh? This guy knows what's my 50. Okay, that's cool. That's right, whoa, Wie uns der Ranger sagte, sieht man Zebras, Gnus und Thomson-Gazellen sehr oft zusammen, da sie sich gegenseitig vor angreifenden Raubtieren warnen. Die Gnus sind schon seltsame Geschöpfe, vorn Kuh und hinten Pferd. Etwas abseits grast dieser herrliche Bock der Thomson-Gazellen. Die Zebras hatten sich etwas von der Herde abgesondert und überqueren wenig später die Straße in aller Seelenruhe vor unserem Jeep. Die Nialas sind die kleinere Ausgabe des Kudus und hier überraschen wir gerade diesen herrlichen Bock bei seinem Paarungsversuch. Now's the time for them for breeding. Die noch tiefstehende Sonne mit ihrem weichen Licht beschert mir diese schöne Aufnahme einer Tüpfelhyäne. Nach kurzer Fahrt begegnen wir dem großen Kudu. Den Hauern dieses schwarzen Schweines möchte man nicht zu nahe kommen. Wenig später waren wir mehr als überrascht, als diese Elefantengruppe direkt vor uns die Straße überquert. Und damit haben wir nun schon zwei Vertreter der Big Five gesehen.
Haus und im Palas begegnen wir an diesem Tag noch sehr häufig. Gut getarnt im hohen Gras entdeckt unser Ranger eine Rappenantilope. Eine leider kurze Begegnung mit dem dritten der Big Five. Diesen grauen Riesen stört unsere Anwesenheit keineswegs. Und so haben wir Gelegenheit, ihn eine ganze Weile ruhig zu beobachten. Wenn sie sich gestört fühlen, ja, tut er offensichtlich nicht. In großen Sprüngen wechselt ein Kudu über die Straße. Die Ranger kennen zumeist die Einstandsplätze der Tiere und so sehen wir nun hier unsere erste Giraffe. Ja, schön vom Profil. Aus sicherer Entfernung schaut ein Steinböckchen ganz neugierig zu uns herüber. Dann wird es sehr spannend. Unser Ranger bekommt eine Meldung über eine Löwengruppe nicht weit von uns. Hinter einer Buschgruppe etwas weiter weg sehen wir sie dann. Ja, natürlich, der König der Löwen. Wir machen keine Schielbewegung. Ich glaube, das war die aufregendste Begegnung des Tages. An einem ausgetrockneten Flussbett wieder eine Gruppe Impalas. Und wieder wechselt ein Kudu über die Straße, dieses Mal eine Dame. Sogar im Nationalpark lauert dein Freund und Fallensteller. Hallo John.
Okay. Hallo, hallo. Safari. Ja. Ein Stopp für eine kurze Kaffeepause. Neugierig kommt dieser Glanzstar auf uns zu. Er sieht wahrlich aus, als wäre sein Gefieder aus Metall. Auf einem Baumstumpf gegenüber präsentiert sich uns eine farbenprächtige Gabelracke. Die Safari geht weiter und wir stoßen abermals auf zwei der grauen Riesen, die gerade aus einem Schlammbad kommen. Oder die Kuh, das ist ja kein Buller, ne? Das ist für jeden Schritt. Nee, der hat keine Stoßzähne, das ist ja meistens. Dahinter ist ein Buller. Genau, der letzte. Das ist aber kleiner, ne? Unser Ranger hat ein sehr gutes Auge und entdeckt in einem Teich einen badenden Elefanten. Aber da hinten sind Hippos. Oder was ist das? Das könnte sein. Da hinten müssten Hippos sein. Nun ging es zum Mittagessen mitten im Busch. Die Begleitmannschaft hatte hier ein Buffet aufgebaut und alles sah sehr lecker aus. Ja.
Ein gut gekühltes Bier mitten im Busch, welch ein Luxus. Frisch gestärkt ging es dann weiter. Und wieder sahen wir abseits der Straße im hohen Gras einen Elefanten. John, hello. How do you see that it's a male elephant? Toller Bruder, so gut, wenn er uns gefahren sei. Wir haben noch mehr geboten, aber keinen. Kurz vor Ende der Safari sahen wir etwas weiter weg ein Kudu-Kalb an der Milchbar. Und der Schwanzwedel dabei. Das ist die Pumpe. Zwei Pumpe. Dies waren nun die letzten Aufnahmen unserer Jeep Safari. Ich denke, unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt und so kamen wir mit vielen Bildern im Foto oder der Kamera wieder zurück zum Camp. Von den Big Five haben wir nur den Leoparden nicht gesehen und wie wir von unserem Ranger hörten, wäre dies auch ein sehr seltenes Ereignis. Auf der Nachtsafari gelang Henry dieser Schnappschuss von einem Leoparden und damit hatten wir die Big Five zusammen. Nachdem wir uns etwas frisch gemacht hatten, genossen wir ein romantisches Dinner bei Lagerfeueratmosphäre. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen ging es an die Abreise. Karl überwachte das Verladen der Koffer. Wir stiegen ein und fuhren noch einen halben Tag auf Safari, bevor es nach Swasiland ging. Obwohl wir mit dem Bus die Straße nicht verlassen dürfen, erwarten uns tolle Erlebnisse. Wie hier die Elefantenmutter mit ihrem Baby. Auch vom Bus aus hatten wir viel Glück und sahen noch zwei Breitmaulnashörner. Spitzmaul? Nein, Karl, es sind Breitmaulnashörner. Thank you.
Der Rüssel von einem großen. Eine Tonne. Nur der Rüssel, wenn er ausgeschlachtet ist. Eine Tonne. Das ist, das, die sind fantastisch. Alle Tiere, die weißen Kajal haben, das sind Tiere. Alle Tiere, die andersrum, sorry. Alle Tiere, die weißen Kajal haben, sind Nachttiere. Alle Tiere, die schwarzen Kajal haben, sind Tagtiere. Schwarz reflektiert die Sonne. Sieht ihr, wie die Hörner gebraucht, die erste runter zu liegen? Der wird nicht weitergehen, bevor er diesen Baum nicht abgezuppelt hat. Ne? Schmeckt so gut. Vier Warzen. Wenn er zwei Warzen hat, ist es ein Weibchen. Wenn er vier Warzen hat, ist es ein Männchen. Rechts unter dem toten Baum. Das Braun ist es ein Stein. Die Leute mit der großen Kamera, was ist denn da rechts? Nun ist es nicht mehr weit bis zum Parkausgang. Der Blick in diesen Flusslauf zeigt, wie lange hier kein Regen fiel. Auf der anderen Seite der Brücke fand sich in einigen Lachen noch Wasser und war daher auch Anziehungspunkt für viele Tiere wie diesen Wasserbock. Da einige die Halbtags-Safari mit dem Jeep unternahmen und wir eher am Tor eintrafen, sahen wir uns etwas in der Gegend um. An der Brücke entdeckten wir ein Schild, welches auf Krokodile im Fluss hinwies. Zunächst sahen wir aber nur ein paar kleine Nilwarane. In der Ferne sahen wir sie dann entweder dösend auf einer Sandbank liegend oder im Wasser.
Nun trafen alle ein und die Fahrt ging weiter in Richtung Swasiland. Vorbei an kilometerlangen Bananen- und Zuckerrohranpflanzungen. Viele Kilometer an Zuckerrohrplantagen vorbeifahren. Das ist jetzt das richtige Klima. Zuckerrohr kam ungefähr um 1860 von Mauritius nach Südafrika. Viele große Flächen angepflanzt. Wir hatten nicht genug Leute in den Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Was hat man gemacht? Man hat Leute aus Indien. Indien ist nicht so weit von uns. Zack, so quer gegenüber, wenn man diese afrikanische Karte schon, sofort quer gegenüber. Und da sind ja viele Leute, die kamen dann her auf Vertragsbasis, haben gearbeitet. Wir waren an der Grenze angelangt, holten uns den Einreisestempel und fuhren weiter zum Matsamo-Kulturdorf zum Mittagessen. An den Töpfen wurde noch gewerkelt, doch dann wurde das Buffet freigegeben. Mitten im Essen gab es einen Tumult. Eine grüne Mamba hatte sich in den Raum gewagt. Tatsächlich handelte es sich um eine harmlose grüne Baumschlange. Leider wurde sie dann erschlagen. Es ist eine giftige. Nach dem Essen erwarteten uns noch einige Gesangs- und Tanzdarbietungen. Nach einigen Gesangsdarbietungen wurde Uli zum Mitmachen auserkoren und er machte natürlich den Spaß mit. Kumbululavivam, wasemaseninam.
I'll give you my sister. Nachdem wir uns von den freundlichen Swazis verabschiedet hatten, ging die Fahrt weiter zu Swazi Candles, einer Kerzenmanufaktur. So kann man das Gras auf einer Verkehrsinsel auch kurz halten. Wow, die Swaziland-Polizistinnen. Wir waren angelangt und schauten den geschickten Händen bei der Kerzenformung über die Schulter. Neben der Manufaktur war noch ein Batikladen. Als ich die beiden Bilder im Tresen sah, kam mir eine Idee und so schmückt eines davon als liebe Erinnerung unsere Leseecke. Nebenan befand sich noch ein Kunsthandwerkermarkt, doch wie wir bereits gesehen hatten, war Kaufen leider hier nicht möglich. Und so konnten wir den Handwerkern nur bei ihrer Arbeit zuschauen. Die Fahrt ging weiter. Wir verlassen das kleine Königreich und unser nächstes Ziel ist der älteste Wildpark Südafrikas, der Schluschluwe Umfolozi Nationalpark. Doch dieses im nächsten Teil.